Das Kastensystem der Mittagspause. Füg Miles hinzu, durchbricht den Bann und schiebt seinen halb aufgegessenen Joghurt beiseite. Es ist in jeder Schule das Gleiche. Alle teilen sich in Klicken auf, die Außenstehende fernhalten sollen. Sie können nicht anders, sie müssen das tun. Und die Leute, bei denen du gerade warst, das ist die Spitzenklicke, womit sie im Kastensystem der Highschool ganz oben stehen. Im Gegensatz zu den Leuten, bei denen du jetzt gerade sitzt. Er zeigt auf sich selbst, um die auch als die Unberührbaren bekannt sind. Quatsch, sagt Roman, wendet sich von Heaven ab und reißt seine Limo-Dose auf. Völliger Schwachsinn, ich glaube kein Wort. Es spielt keine Rolle, ob du es glaubst. Es ist eine Tatsache. Miles sieht sehnsüchtig zu Tisch A hinüber, denn obwohl er immer wieder betont, dass unser Tisch der einzig wirkliche coole Tisch sei, ist ihm in Wahrheit schmerzlich bewusst, dass in den Augen der Bayview-Schülerschaft nichts daran cool ist. Es mag für dich eine Tatsache sein, aber nicht für mich. Ich halte nichts von Segregation, Kollege. Ich bin für eine freie und offene Gesellschaft, einen Raum, in dem ich mich bewegen und all meine Optionen ausleben kann. Mit einem Blick auf Damon spricht er weiter. Und was ist mit dir? Glaubst du an all das? Doch Damon zuckt lediglich die Achseln und lässt seinen Blick unausgesetzt auf mir ruhen. Elite oder nicht Elite, wer cool ist und wer nicht, ist ihm völlig gleichgültig. Ich bin der einzige Grund, aus dem er sich auf dieser Schule eingeschrieben hat. Und ich bin der einzige Grund, aus dem er bleibt. Tja, es ist doch schön, einen Traum zu haben, seufzt Heaven und inspiziert ihre schwarzen Fingernägel. Aber noch schöner ist es, wenn auch nur eine winzige Hoffnung darauf besteht, dass er in Erfüllung gehen könnte. Ach, aber genau da irrst du dich, Süße. Es ist überhaupt kein Traum. Roman lächelt auf eine Weise, die Heavens Aura in glänzendem Pink erstrahlen lässt. Ich sorge dafür. Wart's nur ab. Wie jetzt? Willst du dich vielleicht selbst zum Che Guevara der Bayview High stilisieren? Meine Stimme hat einen bissigen Unterton, den ich gar nicht zu verbergen suche. Denn ich bin eher erstaunt darüber, dass ich das Wort stilisieren benutzt habe, als über meinem Tonfall. Ich meine, seit wann rede ich denn so? Doch als ich Roman ansehe und seine ausgedehnte, überwältigende, gelb-orangefarbene Aura betrachte, weiß ich, dass er auch auf mich wirkt. Ja, genau dazu würde ich mich gern stilisieren. Er setzt sein lässiges Grinsen auf und sieht mir so tief in die Augen, dass ich mich geradezu nackt fühle. Als sehe er alles, wüsste alles und ich könnte mich nirgends verstecken. Betrachte mich einfach als revolutionär, denn bis Ende nächster Woche wird das Kastensystem der Mittagspause beendet sein. Wir werden diese selbst auferlegten Barrieren durchbrechen, sämtliche Tische zusammenschieben und alle zusammen eine fette Party feiern. Ist das deine Prophezeiung? Ich versuche, seine ausgreifende Energie wegzuschieben, aber er lacht nur und ist nicht im geringsten beleidigt. Es ist ein Lachen, das oberflächlich betrachtet so warm, verbindlich und einnehmend ist, dass kein Mensch darauf käme, was sich dahinter verbirgt. Das Unheimliche daran, der Hauch von Bosheit, die kaum verhohlene Drohung, die ausschließlich mir gilt. »Das glaube ich erst, wenn ich es sehe«, sagt Heaven und wischt sich rote Krümel von den Lippen. »Sehen heißt glauben«, sagt Roman und starrt mich unverwandt an. »Und?« »Was hältst du von dem ganzen Zeug?« frage ich, kaum, dass es geläutet hat und Roman, Heaven und Miles zum Unterricht davontrotten, während Damon und ich hinterherzockeln. »Von welchem Zeug?« fragt er und zieht an mir, damit ich stehen bleibe. »Von Roman und von seinem dummen Gerede über eine Revolution an den Lunchtischen«, sage ich, begierig nach einer Bestätigung dafür, dass ich nicht eifersüchtig, besitzergreifend oder verrückt bin. Dass Roman wirklich unheimlich ist und das Ganze nichts mit mir zu tun hat. Doch Damon zuckt nur die Achseln. Wenn es dir nichts ausmacht, würde ich mich momentan lieber nicht mit Roman beschäftigen. Ich interessiere mich wesentlich mehr für dich. Er zieht mich an sich und gibt mir einen langen, atemberaubenden Kuss. Und obwohl wir mitten unter Menschen sind, ist es so, als würde um uns herum nichts mehr existieren. Als wäre die ganze Welt auf diesen einen Punkt zusammengeschrumpft. Und als ich mich losmache, bin ich so erhitzt und so außer Atem, dass ich kaum sprechen kann. »Wir kommen zu spät«, stoße ich schließlich hervor, nehme seine Hand und zerre ihn in Richtung Klassenzimmer.
doch er bleibt einfach stehen. Ich habe mir überlegt, was hältst du davon, wenn wir einfach blau machen? Flüstert er, die Lippen an meinen Schläfen, meiner Wange und dann an meinem Ohr. Du weißt schon, den Rest des Tages einfach sausen lassen. Es gibt ja so viele andere, bessere Orte, wo wir sein könnten. Ich sehe ihn an, von seiner magnetischen Anziehungskraft beinahe umgestimmt. Doch ich schüttle den Kopf und mache mich los. Ich meine, mir ist das durchaus klar, dass er schon vor hunderten von Jahren seinen Schulabschluss gemacht hat und das alles inzwischen reichlich langweilig findet. Und obwohl ich es meistens auch langweilig finde, da ich den ganzen Stoff, den sie einem beibringen wollen, auf einen Blick intus habe und die Sache damit ziemlich überflüssig wird, ist es doch immer noch eines der Dinge in meinem Leben, die mir halbwegs normal erscheinen. Und seit meinem Unfall, als ich begreifen musste, dass ich nie wieder normal sein würde, weiß ich das umso mehr zu schätzen. Ich dachte, du musst unter allen Umständen eine normale Fassade aufrechterhalten, sage ich und ziehe ihn mit, obwohl er grummend Widerstand leistet. Gehört dazu nicht, in den Unterricht zu gehen und Interesse zu heucheln? Aber was könnte denn normaler sein, als zwei hormongesteuerte Teenager, die die Schule schwänzen und das Wochenende ein bisschen früher beginnen lassen? Er lächelt und die Wärme seiner schönen dunklen Augen bringt mich fast zum Nachgeben. Doch ich schüttle erneut den Kopf, halte ihn fest und umklammere seinen Arm sogar noch fester, während ich ihn in Richtung Klassenzimmer zerre.